Willkommen zur nächsten Folge unseres lustigen kleinen Interviewformats. Heute habe ich live und in Farbe dabei Camo Cat. Moin. Ja, hallo lieber Lupo. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Und auch du kommst mir hier nicht ohne die obligatorische Blödsinnsfrage davon. Wenn du ein Land wärst, welches wärst du? Welches Land? Wenn ich ein Land wäre, das ist schwierig. Mhm. Fällt mir kein so konkretes ein. Also beim Kontinent könnte ich sagen, dann wäre ich wahrscheinlich Europa. Da schon so ein bisschen älter, der Lack ist ab, aber noch leistungsfähig insgesamt. Ja, okay. Die Jury sagt, das können wir so durchgehen lassen. Okay. Dann erzähl doch mal einen Schwall über dich. Du bist Camo Cat. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich bin Camo Cat. Ja, früher nur Camo. Ganz früher hatte ich meinen anderen Nickname. Ich kenne das Furry-Fandom schon relativ lange, schon seit über 20 Jahren. Dazu muss man sagen, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt schon 37. Und ja, ich bin so Anfang der 2000er aufs Furry-Fandom aufmerksam geworden damals. Wie so viele andere auch, durch Trickfilme, konkret durch den Balto-Trickfilm. Das war so ein Film von Pixar über Schlittenhunde und so, und den fand ich irgendwie niedlich. Und damals mit meinem ersten Internetanschluss noch mit einem 56K-Modem, die ganz alten Furries unter uns kennen es noch, wie das funktioniert hat, wie man sich damals ins Internet eingewählt hat, sich die Seiten ganz langsam aufgebaut haben. Da bin ich in ein Balto-Forum gekommen, in so ein Fanforum, und da waren halt auch Furries, und so bin ich dann so in die Szene hineingeschwappt und war da eine ganze Zeit lang schon unterwegs. Ich erinnere mich auch noch an ganz früher so IRC-Chatrooms, wo du froh warst, dass die Verbindung einigermaßen stabil ja, war. Genau, weil, genau. Ja, lang ist's her. Ja, das IRC war ja damals das primäre Kommunikationsmedium unter Furries, also für die Jüngeren unter uns. Das war ein Chat-Client, den man sich auf dem Computer installiert hat. Da war noch nichts mit Stickern oder Bildern, das war alles rein textbasiert. Ging halt darum, möglichst wenig Bandbreite zu verbrauchen, und ja, da gab es halt so dieses ganze Furry-Netzwerk mit den ganzen Chatrooms, und so hat man damals Leute kennengelernt. Ja, damals noch mit mehr Smileys und weniger Stickern und generell ja, genau. Bilder, was ist das? War aber auch ganz spaßig, muss ich sagen. Bilder konnte man auch durchaus verschicken, ein paar Stunden später hatte der andere das Bild dann vielleicht auch, und wo es dann mit DSL losging, dann ging das auch alles ein bisschen schneller. Aber ja, Dupo, das klingt jetzt schon so ein bisschen wie die beiden Opas erzählen vom Krieg, nicht wahr? Ja, das macht ja nichts. Ich mache ja selber mal Witze darüber, dass ich ein alter Sack bin. Vonsofern darf ich auch mal von ganz früher TM erzählen. Und gerade jetzt, wo du dabei bist, du sagst, vor circa 20 Jahren bist du ins Fandom. Bei mir sind es circa 15. Vonsofern passt das schon mal ganz gut. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Sind mittlerweile mehr als 15. Alter, werde ich alt. Egal. apropos Alter, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin 37 geworden dieses Jahr. Und ja, ansonsten bin seit 15 Jahren mit meiner Partnerin zusammen und wir haben 3 Kinder, und ja, ansonsten alles nice and cute, sage ich mal. Furries mit so ganz klassisch Familie, Frau, Kind, Haus, Vorgarten, Jägerzaun, das ist aber auch so eine Seltenheit. Ja, also ein Haus haben wir nicht, sondern nur eine Wohnung, und verheiratet sind wir auch nicht, aber ja, das ist ein relativ klassisches Familienmodell, in dem ich lebe. Aber ja, ich genieße es auch wieder, etwas mehr im Furry-Fandom unterwegs zu sein und ein bisschen Kontakt zu jüngeren Leuten zu haben. Das hält einen selber jung. Ja, da sagst du was, das kann ich unterschreiben. Du hast aber auch zwischendurch, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen pausiert, wahrscheinlich aus den üblichen privaten Gründen. Wie kam es dann, dass du nach ein paar Jährchen Pause gesagt hast, die Flauschbälle gibt's ja auch noch, das gucke ich mir mal wieder an? Ja, also ich war so knapp 10 Jahre so zu Teenager-Zeiten und in meinen frühen 20ern im Fandom unterwegs und hatte da auch einen ganz coolen Freundeskreis damals, also im Real Life. Ich habe damals in Berlin gelebt, und zur Schulzeit hatte man ja auch viel Zeit, sich mit allerhand Blödsinn zu beschäftigen, und das war alles ganz lustig so und so weiter. Aber ja, wie das so kommt halt, man wird älter. Ich habe dann meine Berufsausbildung gemacht und war auch eine Zeit lang im Ausland. Da ist das immer mehr auseinander diffundiert. Ich hatte damals auch mehrere Beziehungen, eine relativ lange Beziehung auch mit einer Dame im Furry-Fandom. Das endete dann auch irgendwann. Und ja,
ja, hatte dann irgendwann mehr Freunde in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem ansonsten Non-Furry-Umfeld und da bin ich dann hinaus und ja, habe dann ja auch Kinder gekriegt, bin umgezogen und so weiter, was man halt so macht, wenn man ein langweiliger Erwachsener wird. Und ja, dann diesen Sommer gab es so eine Zufallsbegegnung, da war ein Fursuit Walk in Dresden, wo ich wohne, im großen Garten und da war ich mit meiner Partnerin und den Kindern auf dem Rad unterwegs und wir haben auf einmal einen Typen mit einem Fursuit rumlaufen sehen, der gerade von diesem Walk kam und ich habe den erst gar nicht wahrgenommen, aber eins meiner Kinder hat dann gerufen, guck mal, Papa, Furries. Die kennen das ja alle, die kennen das ja inzwischen alle schon von YouTube und aus Minecraft und generell so aus den populären Medien. Und dachte ich mir, gehe ich einfach mal hin und sag Hallo und das war Kuro bzw. Waldo, Grüße gehen raus. Und habe ich einfach mal Hallo gesagt und das Erste, was mir aufgefallen ist, wie verdammt geil und hochqualitativ dieser Suit von ihm aussah. Also das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich hatte ja 10 Jahre mit der Szene wirklich nur sporadisch ein bisschen was zu tun und habe diese ganzen Entwicklungen gar nicht miterlebt. Und ja, also man muss dazu sagen, so vor 20 Jahren waren Fursuits im Fandom eher noch eine Randerscheinung. Das hatten nur ganz wenige. In der Regel waren die selber gebaut. So kommerzielle Fursuit-Maker gab es nur ganz wenige. Und nicht so wahnsinnig gut aus. Also die Bautechniken waren auch noch andere. Viele haben Heads aus Schaumstoff gebaut, manche auch noch aus Drahtgestellen. Das Kunstfell, was man damals kaufen konnte, sah auch nicht so toll aus. Und da war ich wirklich begeistert, wie cool und wie realistisch und ja, genial das einfach aussah. Und ja, da haben wir ein bisschen gequatscht. Und er hat mir einfach mal gesagt, wie es jetzt heute so im Fandom zugeht und dass es auf Telegram viele Chatrooms gibt und wie groß das Ganze geworden ist und wie viele Leute es auf einmal gibt. Und ja, da wurde ich neugierig und habe mir das Ganze einfach mal wieder angeschaut. Ja, so ist halt eins zum anderen gekommen. War bestimmt ein kleinerer Kulturschock, weil wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, die Szene war kleiner, irgendwie das Durchschnittsalter war gefühlte 20, wenn überhaupt. Fursuits, hast du ja schon gesagt, sahen noch nicht so schick aus wie heute, was hauptsächlich daran lag, weil wo sollten die Leute die Erfahrung her haben? Die meisten haben den Suits irgendwie zusammengestückelt nach gut dünken und nach bestem Wissen und Gewissen, weil YouTube-Tutorial gab es ja nicht, gab ja nicht mal YouTube. Vonsofern, ja, war alles ein bisschen schwieriger, aber es war für mich so ein bisschen wie eine Zeitreise, so 10 Jahre aus dieser Welt raus und dann pop, wieder reingepoppt und gesehen, was ich alles so getan hatte. Und ja, ich muss sagen, es hat sich alles wahnsinnig positiv entwickelt. Also nicht nur Fursuits, auch, dass die Community viel größer und diverser geworden ist und dass es einfach lustiger geworden ist. Ja, was mir generell auffällt, wenn ich so zurückdenke, ist es alles, aber durch die Bank, so ein kleines bisschen professioneller geworden. Also auf jeden Fall. Medien, es gibt relativ viele Furries, die irgendwas, so dieses klassische was mit Medien, selber machen, so wie hier jetzt gerade, es gibt ein gutes Dutzend YouTuber, wenn nicht mehr, es gibt irgendwie Musiker und dies und das und jenes und Shootbauer und hast du nicht gesehen, oder auch die Events selber, wenn du so überlegst, so Furry-Event vor 15 Jahren waren, keine Ahnung, 10 Leute, irgendwas an Lautsprecher in der Mitte und eine Flasche Fusel und heute hast du sowas wie ein SFD, wo sie mal eben, wir belegen hier mal den Club für einen Abend und ziehen hier mal spontane Disco hoch. Da sagst du was. Also ich war damals auch auf einigen Furmeets natürlich, ab und zu auf Fursuit Walks und in der Tat auch einmal auf einer Euroference. Das war 2000 Schnullerbacke, ich glaube, das war die EF11 in Nürnberg damals und das war damals ja schon die größte europäische Furrycon und lass mich lügen, es haben ein paar hundert Leute teilgenommen, also vielleicht waren es 300 oder sowas, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, es waren jedenfalls noch weit unter 1000 und das Ganze hat auch nicht wie heute in einem Hotel oder jetzt sogar in einem Convention Center stattgefunden, sondern einfach in einer Jugendherberge. Damals zwar schon in der größten Jugendherberge in Deutschland, aber es war immer noch eine Jugendherberge. Und wie du sagst, die normalen kleineren Events, da waren so 10, 15, vielleicht 20 Leute. Man hatte eine Stereoanlage hingestellt, man hatte ein bisschen was zu essen und zu trinken gekauft und das war's dann. Und also der SFD ist ja, soweit ich weiß, auch eins der eher kleineren Events. Und das war dann das erste, wo ich mal wieder war nach zig Jahren. Und da war ich wirklich beeindruckt. So fast 300 Leute, ganzer Club gemietet, wahnsinnig viel Technik,
für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt eine Online-Registrierung dafür und ja, es hat mich auch erstmal so ein bisschen erschlagen, allein so dieser Masse an Leuten und ich kannte keinen. Das war auch ganz cool, dass ich dann erstmal neben dir stand und wir ein bisschen gequatscht haben. Das war ein schönes Ankommen in dieser Szene erstmal. Das ist eine Sache, die sich Gott sei Dank nicht geändert hat. Die meisten Furries sind immer noch relativ offen und so dieses klassische, oh, guck mal, jemand Neues erstmal beschnüffeln. Das ist ja dir dann auch passiert, genau. als die Leute, du standst ja da irgendwo im auf dem Platz und wir haben erst eine Runde gequatscht und dann kam der noch und 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 war ja dann fliegender Wechsel. Also ich war da auch echt aufgeregt vorher und dachte mir so, oh mein Gott, was mache ich hier? Ich gehe da hin und ich kenne im Grunde niemanden. Aber ich bin da echt schnell angekommen und warm geworden mit den Leuten und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Naja, und später, wo es dann dunkel war und die ersten Leute ihre Fursuits anhatten und die Musik dann noch spielte nebenbei, muss ich sagen, das hatte schon so ein bisschen was Magisches, so schummrige Beleuchtung und irgendwelche Fussel, die da rumlaufen und rumtanzen, das war schon eine sehr coole Erfahrung, muss ich sagen. Ja, definitiv, das unterschreibe ich so. Ich werde auch nächstes Jahr, wenn ich es irgendwie zeitlich eingetaktet bekomme, wieder hinfahren. Yay! Wie sieht es generell so mit Events bei dir aus? Ich weiß, du bist relativ eingebunden, Job, Familie und Co., was man halt so als durchschnittlicher Erwachsener so hat. Mhm. Hast du vor, wieder mehr auf Furry-Events zu gehen oder quasi nur so gelegentlich mal? Eigentlich nur so gelegentlich. Also ich muss sagen, ich bin insgesamt nicht so der wahnsinnig extrovertierte Typ. Also ich mag Community schon, ich finde das cool. Aber es strengt mich schon an. Also gerade große Gruppen von Leuten, das kann ich genießen, aber ich merke, meine sozialen Akkus werden da schon relativ schnell geleert. Deshalb muss ich sowas jetzt nicht andauernd machen. Und also zum nächsten Sachsen Furdance möchte ich auf jeden Fall wieder gehen. Dann Ende März gibt es ja wohl so eine kleine Con in Dresden. Das Pormeet Dresden heißt das, glaube ich. Und neulich war ich mal ganz spontan bei so einem kleinen Fursuit Walk bei uns in Dresden im großen Garten. Und ich sag mal, alles, was ich bei mir zu Hause so mit dem Fahrrad erreichen kann und was man mal spontan machen kann, das nehme ich gerne mit. Ansonsten größere Conventions oder irgendwo hinfahren mit Übernachten und sowas, das ist mir momentan noch zu viel Aufwand und da verbringe ich lieber Zeit mit meinen Kindern oder mach was anderes. Aber ich schließe es für die Zukunft auf jeden Fall nicht aus. Also ich habe jetzt auch gelesen, es gibt in den USA auch viel mehr Cons. In Atlanta gibt es ja wohl so eine ganz große und in St. Louis gibt es auch eine. Wenn ich das mal mit meinem Job verbinden kann, dass ich da einfach mal für einen Tag vorbeischaue bei so einer amerikanischen Großcon, dann würde ich mir das auch durchaus mal anschauen. Aber jetzt extra irgendwo hinfahren oder hinfliegen für eine Convention, das passt momentan jetzt nicht in mein Leben hinein, aber für die Zukunft vielleicht mal. Es gibt ja mittlerweile genug, so dass man sagen kann, ja, das liegt quasi gerade auf dem Weg. Es gibt ja auch nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, sondern wir hätten einfach, was mir spontan einfällt. Wir haben was in Polen, in Warschau gibt es eine große Con jedes Jahr, in Japan gibt's die J-Mov irgendwie am Anfang des Jahres. Die Australier haben irgendwas in unserem Sommer, sprich deren Winter irgendwann, weil wahrscheinlich im Fursuit unter Januar in Australien kannst du dich wahrscheinlich direkt einsagen lassen, von sofern. Das glaube ich auch. Das ist auch sowas, das sich nicht geändert hat. Das Fandom war schon immer ziemlich international und es ist nur noch mehr zusammengewachsen. Es ist gerade lustig, dass du eine große Con in Warschau in Polen erwähnst. Also einer der ersten Furries, die mich damals 2002 oder 2003 besucht haben, war Tristan. Man kennt ihn wahrscheinlich noch, das ist der Betreiber von diesem Forum Furbase. Und ja, wir haben dann zusammen gechattet und uns unterhalten und sowas. Und er hatte gerade im IRC einen polnischen Furry-Chat gefunden in englischer Sprache und hatte da mit so ein paar Leuten connected. Der war damals auch schon sehr interessiert am internationalen Fandom. Und ich weiß noch, wie er bei mir auf der Couch saß und gesagt hat, ja, in Polen gibt es bisher 7 Furries. Das war vor wann? Vor was hast du gesagt? 15 Jahre? 20? Müsste jetzt 21 Jahre her sein, ja. Also in Polen gibt es 7 Furries. Also das ist Wahnsinn, was das für Kreise geschlagen hat. Ich habe vor ein paar Jahren jemanden auf den Malediven kennengelernt, der da lebt und arbeitet und mit dem ich mich angefreundet habe. Und nachdem wir schon ein Jahr lang geschrieben hatten und uns öfter getroffen haben, habe ich festgestellt, huch, der ist ja auch ein Furry, weil er auf einmal mit einem Furry-T-Shirt rumlief. Also selbst in solchen entlegenen Gegenden auf der Welt gibt es Furries. Wir sind überall. Wir sind überall.
Mir ist der Name der Con gerade entfallen. In Polen, ich glaube, es war die Gardacon. Wir blenden es hier ein, zusammen mit einem Bild, damit man mal sieht, was aus 7 Leuten geworden ist. Mittlerweile ist da echt voll. Von insofern, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Also ja, relativ viel Bewegung im Fandom. Gott sei Dank. Aussterben werden wir so schnell nicht. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht noch die eine oder andere von meinen, ich sag mal, üblichen Standardfragen. First Suits selber hast du nicht, willst du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an. Also ich finde First Suits lustig. Ich besuche jetzt morgen übermorgen auch eine Freundin, die diverse First Suits hat und von der ich auch schon mal einen angezogen habe. Und ich fand das lustig und das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte mir vor einer Weile auch mal überlegt, einen zu kaufen, aber es ist mir insgesamt einfach zu viel Aufwand, muss ich sagen. Also es kostet ja auch eine Mark 50. Und für die wenigen Events, die ich besuche, lohnt sich das für mich jetzt einfach noch nicht. Wenn mir irgendjemand mal einen Partial Fursuit verkaufen möchte, der niedlich aussieht und eine gute Qualität hat und für den er selbst keine Verwendung mehr hat, wäre ich gegebenenfalls interessiert. Ich würde sowieso mir einen anderen Charakter ausdenken oder einen fertigen Suit eher kaufen, weil mein eigener Charakter ist für einen Fursuit, glaube ich, nicht gut geeignet. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht geredet, das haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen. Als was genau gehst du eigentlich durchs Fandom? Ich gehe als Nacktkatze durchs Fandom, als eine kleine Nacktkatze. Ich glaube, das geht echt nicht gut als Suit, das sehe wahrscheinlich ein bisschen seltsam aus. Also es gibt ein paar Nacktkatzen-Partial-Suits und einen Full-Suit habe ich bisher gesehen. Kommt da drauf an, wie man es macht, aber ich meine, es heißt ja Fursuit und mein Charakter hat kein Fell, deshalb beißt sich das so ein bisschen und ja, dann ist mein Charakter auch noch hautfarben. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre nicht so die beste Idee. Nee, das sieht wahrscheinlich ein bisschen seltsam aus, dann richtig. Wie sieht es generell bei dir so aus mit so, ich sag mal, furry-lastigen Medien? Du hast vorhin schon Bolt erwähnt, noch irgendwas in dem Kaliber, wo du sagst, hey, das ist cool? Furry-lastige Medien, ne? Was meinst du jetzt? Filme oder Serien oder YouTube? Filme, Serien, ja, YouTube, Webcomic, was auch, Computerspiel, mir egal, was auch immer dir so als erstes durch den Kopf schießt, hau raus. Fällt mir ehrlich gesagt gerade nichts ein konkret, was ich da konsumiere, also müsste ich drüber nachdenken. Ich mag Trickfilme generell, ich schaue mit meinen Kindern gerne Trickfilme, aber ansonsten, nee. Dann ist so. Gab es eigentlich irgendeinen Grund, warum du nach doch so langer Pause wieder gesagt hast, ey, yo, ich hänge mich da jetzt wieder ein bisschen aktiver rein, einfach weil cool oder so Nostalgie oder warum? Ja, ich bin da so reingerutscht wieder. Also nachdem ich mir die Chatrooms da angesehen habe auf Telegram, habe ich einige Leute kennengelernt, wo sich die Interessen auch ganz gut überschnitten haben. Und vor allem, ich meine, man findet ja überall Leute jetzt, selbst nicht nur in der eigenen Stadt, sondern sogar in der eigenen Nachbarschaft. Und da habe ich recht schnell welche kennengelernt, mit denen ich mal zusammen Fahrrad gefahren bin. Also Mountainbiken ist so ein kleines Hobby von mir oder mit denen ich beim Bouldern war. Und da haben sich relativ schnell Kontakte und dann auch Freundschaften geschlossen. Und deshalb habe ich beschlossen, ich bleibe einfach mal dabei. Sehr schön. Mit uns nicht wieder für 10 Jahre verloren gehst. Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Sehr schön. Genau, durch unseren kleinen Ausflug in die Geschichte haben wir jetzt ein paar Standardfragen übersprungen. Wir haben noch gar nicht gesagt, als was arbeitest du eigentlich? Du meinst, hast ja vorhin schon erzählt, dass du recht viel unterwegs bist. Ach ja, 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 ich fliege Flugzeuge. Okay, das selbst im Fandom, ungewöhnlich. Ja, ich bin allerdings nicht der Einzige. Also jetzt gerade bin ich in Indien, in Chennai und rede von hier aus mit dir und gestern, bevor es losging, habe ich auf dem Betriebsgelände in der Tat einen anderen Furry, der auch Flugzeuge fliegt, getroffen. Und ja, es gibt auch diverse Flugbegleiter, die bei uns im Fandom unterwegs sind. Und neulich habe ich bei uns auf der Basis im Fahrstuhl sogar meinen Furry-Sticker gesehen, den jemand da hingepappt hat. Also es gibt in jedem Betrieb, glaube ich, ein paar Furries, wenn er nur groß genug ist. Ja, davon kannst du mittlerweile ausgehen. Dafür sind wir mittlerweile dann doch genug Leute. Es ist ja nicht mehr so, dass du nur noch einen pro Großstadt hast. Mit all den Jahren im Fandom unterm Gürtel, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne anders, das möchte ich ändern? Eigentlich nicht. Also ich meine, jede Kultur und Subkultur hat halt ihre Kinken, sage ich mal, und überall, wo Menschen aufeinandertreffen, menschelt es halt.
Und ich pick mir aus dem Fandom einfach das raus, was mir gefällt, und was mir nicht gefällt, lasse ich links liegen, oder auch wer mir nicht gefällt. Und nee, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, die Furry-Kultur ist jetzt nicht großartig anders als jedes andere Fandom. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Es ist hier und da vielleicht ein bisschen offener und ein bisschen lustiger und ein bisschen alberner. Was ich sehr angenehm finde, dass man überall eigentlich willkommen ist und erstmal eine gewisse gemeinsame Schnittmenge hat und ein Gesprächsthema miteinander hat. Und was ich schön finde, ist, dass es im Fandom nicht wie in anderen Communities nichts großartig Kompetitives gibt. Also viele Leute, die miteinander Sport machen, machen ja daraus aus allem wirklich einen Wettbewerb, und hier wäre es krasser, wäre es besser oder sowas. Oder in der Autotuning-Szene oder generell in der Autoszene geht es halt auch ganz viel um Geld. Wer hat die krasseste Karre, wer hat die besten Umbauten und sowas. Und das finde ich im Fandom von dem, was ich bisher gesehen habe, eigentlich sehr angenehm. Ich meine, klar gibt es auch das übliche Geflexe mit Fursuits oder weiß der Geier. Aber insgesamt ist es ja ein Hobby, wo jeder mitmachen kann, egal ob man jetzt zu Cons gehen möchte oder ob man nur im Internet aktiv sein möchte und ob man jetzt ein Fursuit haben möchte oder nicht. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Das stimmt, das kann ich so unterschreiben. Mir würde außer halt wirklich Fursuit, so ein Fursuit-Schönheitswettbewerb, auch genau null Sachen einfallen, wo du sagen kannst, das machen wir, da machen wir jetzt einen Wettbewerb draus. Ich meine, was willst du denn machen? Fursuit wettbauen oder, keine Ahnung, Schnellzeichen-Wettbewerb oder sowas? Das macht doch alles nicht wirklich Sinn. Ja, ich meine, ein gewisser Wettbewerb besteht ja jetzt immer. Also ich meine, wer kann schöner malen oder wer kann besser tanzen im Fursuit oder ohne? Aber ja, man kann aus allem einen Wettbewerb machen. Insgesamt ist das Furry-Fandom mehr so eine Community, wo man einfach die Zeit miteinander genießt und was zusammen macht. Und ja, genau. Es ist halt auch viel zu divers. Also für manche ist das Fandom halt primär auf die Kunst, auf Furry-Art fokussiert. Für andere sind es Fursuits. Es sucht sich ja jeder so raus, was ihm gefällt. Das stimmt. Und das ist auch voll in Ordnung so. Möchte ich auch gar nicht anders haben. Möchtest du denn irgendwas anders haben im Fandom? Ein bisschen mehr Chill unter den Leuten, wenn du mich so fragst. Es ist halt, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist halt eine große Gruppe an Menschen mit genau dem, was große Gruppen an Menschen halt ausmacht. Das heißt, ab und zu kriegt man sich ein bisschen in die Wolle, was soweit ja normal ist. Ne? Kennt jeder vielleicht von Arbeit. Man kommt ja auch nicht mit jedem Kollegen klar. Aber man muss halt auch nicht aus jedem Streit gleich ein großes Drama machen. Einfach mal leben und leben lassen. Ja, aber das gab es früher auch schon, dieses übliche Furry-Drama und auch so ein bisschen Drama zum Selbstzweck, weil es irgendwie entertaining ist. Das finde ich, das hat eine negative Energie, das muss nicht sein. Richtig, da bin ich ganz bei dir. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann gehe ich halt in die andere Richtung, da ist es dann eh interessanter. Genau, gibt es sonst noch irgendwas, was du einfach mal in die weite Welt des Internets pusten möchtest? Hui, ach nee, da fällt mir eigentlich nichts Besonderes ein. Ich finde das Furry Fandom cool, ich finde, es hat sich toll entwickelt, und was ich, wie gesagt, am meisten daran schätze, ist die Diversität, also sei es jetzt das Alter oder die Hobbys oder generell die unterschiedlichen Charaktere, und ja, ich bin froh, wieder dabei zu sein, und Grüße gehen raus an Kuro, es ist toll, dass ich dich getroffen habe und was es für Kreise geschlagen hat, das Ganze. Tja, klassischer Butterfly-Effekt. Stell dir vor, du wärst an dem Tag nicht unterwegs gewesen. Tja, es war aber so, und das ist auch gut so. Richtig. Genau, das war's dann auch an meinem Fragenkatalog. Vonsofern danke ich dir fürs Dabeisein, fürs ein bisschen von aus alten Zeiten erzählen. Wünsche dir noch einen angenehmen, was bei dir, Mittag, Abend? Bei mir müsste jetzt, ich muss mal gucken, wo die Sonne steht. Ja, so früher Nachmittag ist hier gerade. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen rausspazieren und danach ins Fitnessstudio. In dem Sinne, mach dir noch einen angenehmen Tag und mach es gut. Du auch, Lupo. Vielen Dank. Ciao.